Und damit hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin der Dicke und ja, es ist ziemlich viel Chaos in meinem Inventar. Das heißt, da muss ich auch mal ein bisschen Abhilfe schaffen und da fangen wir direkt mal mit an. Oh, warte mal. Nein, das Pony muss woanders geparkt werden. Nein, muss es nicht. Alles klar. Zack. Erstmal alles, was jetzt hier an Artefakten rumkam, hier in diese Artefaktaufbewahrungskiste. So viel müsste es gar nicht sein. Das sind alles Mineralien hier. Krass. Krass. Ressource, Mineral. Jo, das war's eigentlich schon. Eigentlich nur der Helm. Krass. Okay, wie kriege ich das jetzt alles hier rein? Das wird tricky. Pass auf, ich würde erstmal kurz diese Steine hier rausnehmen. Des Weiteren würde ich dieses ganze Quarzzeug hier rausnehmen. Wobei eigentlich nicht. Nein, warte mal. Ich weiß es nicht. Ich bin mir so unschlüssig, Leute. Die Steine würde ich einfach mit in meine, ich sag mal, Baumaterialkiste packen. Ja, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Und ich packe jetzt hier einfach mal, ich fange einfach mal an, hier reinzupacken, was jetzt hier so reinzupacken ist. Einiges ist ja schon da. Das heißt, das wird sich dann einfach hochstacken. Granit? Nein, Graphit. Nein, doch Granit. Ja, okay. Das war's dann, glaube ich, auch schon. Mehr Platz ist jetzt hier nicht wirklich. Ich packe jetzt hier trotzdem. Ich klicke einfach erstmal durch, guck mal, was jetzt hier alles tatsächlich Platz drin findet. Und das war's schon, Leute. Das war's. Das heißt, ich muss mir jetzt Gedanken darüber machen, wie ich da tatsächlich mit verbleibe. Ja, wie mache ich das? Ich weiß es nicht. Warte mal, die Solaressenzen kann ich eigentlich mal mit rauspacken, beziehungsweise die Essenzen im Allgemeinen. Und jetzt gucke ich mal, das sind jetzt hier alles Mineralien, von denen ich keine Ahnung habe, was ich damit denn tatsächlich tun kann. Ja, so sieht's aus. Was ich eigentlich auch noch rauspacken könnte, wären die Quarz-Dinge. Ich meine, hier zumindest dieses normale Quarz kann man ja ein bisschen verarbeiten noch. Im Ofen. Und da, vielleicht geht das ja mit dem Fire Quartz ebenfalls. Warte mal, so. Habe ich jetzt. Ist jetzt hier alles? Egal. Passt. Erstmal kurz hier die Steine und den Clay noch weg. Und dann gucke ich erstmal hier oben hin. Und pack mir das hier in meine Verarbeitungshöhle. Okay. Hier ist noch ein Barren fertig. Sehr schön. Den packen wir natürlich direkt nochmal hier rein. Und jetzt können wir mal gucken. Jetzt kann ich erstmal ein bisschen was an Erz weg. So, das kann weg. Wobei, warte mal, das kann ich eigentlich gleich mal aufsetzen. Hier die drei Barren, die da noch rauskommen. Wer weiß, wann wir irgendwann mal wieder Eisenbarren brauchen. Ich gehe davon aus, es wird gar nicht so lange auf sich warten lassen. Oh mein Gott, ja, genau. Und den Iridiumbarren, den natürlich ebenfalls, Leute. Natürlich. So, und jetzt würde ich hier auf jeden Fall diese Quarzdinger einfach erstmal mit reinpacken. Auch wenn ich nicht weiß, ob die hier tatsächlich hingehören. Ich denke fast nicht. Aber gut, so ist das. Hier liegen die auf jeden Fall erstmal ganz gut. Ich darf bloß nicht vergessen, dass sie dort liegen, falls ich sie irgendwann mal brauche. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich halt keine neue Belohnung bekommen habe im Museum. Das ist blöd. Aber gut, passiert, ne? So, jetzt packe ich die Essenzen hier einfach mal mit hin. Und dann sieht das hier an sich schon mal ganz gut aus. Ein paar Geoden sind auf jeden Fall noch am Start. So, Tiere sind noch fleißig draußen am Rumlaufen. Sehr schön. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal eben gerade ins Gewächshaus, was hier so abgeht. Und wir stellen fest, hier passiert vorerst nicht allzu viel. Und dann würde ich sagen, ich baue noch mal ein paar neue Bienenhäuser, nachdem ich hier noch mal ein bisschen geguckt habe. Hier blubbert noch alles fleißig. Hier drüben können wir noch ein bisschen was einsammeln. Das heißt, da kann auf jeden Fall auch ein wenig neues Zeug an den Start. Warte mal, das hier. Und haben wir noch irgendwo einen Stack Eier mit 4? Nein, nehmen wir erstmal diese hier. So, das heißt, hier erstmal noch ein bisschen Ziegenkäse gebaut. Und hier ein bisschen was davon. So. Und so, sehr schön. Dann kann das hier erstmal weitermachen. Das hier kommt in meine Verkaufskiste, wo inzwischen auch schon wieder ganz gut was am Start ist, Leute. Ja. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Wo ist mein Pony? Wo habe ich mein Pony geparkt? Hier vorne irgendwo, ne? Dann müssen wir nämlich auf jeden Fall nochmal schnell in die Slime-Hutch runterrocken. Nein, zack, so. Ach, ist das schön. Doch, ich bin zufrieden, wie meine Farm inzwischen aussieht. Das ist eine schöne Farm geworden. Trotz anfänglicher, ja, Chaos irgendwas. Wieso kommen inzwischen nur noch, oh mein Gott, grüne Eier aus dem ganzen Zeug raus? Warte mal, da müssen wir mal kurz Abhilfe schaffen. Also erstmal brauche ich kurz ein bisschen Holz, beziehungsweise ein paar Holzzäune, um das hier unten nochmal zu reparieren. Ich denke, dass
Dann wird auch, ja, in Zukunft jetzt dann wieder alles kaputt gehen, irgendwann so über die Zeit gesehen. Das heißt, eigentlich müsste ich diese Holzzäune dann gleich mal unten lassen in der Kiste, die ja vor der Slime Hutch steht, weil die werde ich ja früher oder später dann öfter brauchen. Ja, so machen wir das. So wird es gelingen. Das heißt, hier mal kurz rein, warte mal, ich könnte noch kurz neues Ei aufsetzen. Zack. Und dann reparieren wir mal eben den Zaun. Der Inkubator da oben ist noch fleißig am Machen. Ist jetzt natürlich auch die Frage, ob hier tatsächlich irgendwie, ja, ich sag mal, ein Maximum an Slimes vorgegeben ist. Dass hier halt einfach irgendwann, ja, voll ist. Und keine neuen dazukommen können. Weil, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, hier ja, bewegt sich nicht wirklich was, was die Anzahl der Slimes angeht. So, warte mal, jetzt probieren wir was. Den haben wir jetzt hier so schön gefangen. Den möchte ich töten. Was ist jetzt? Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich hier drei. Jetzt bin ich selber gefangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal ein paar Slimes getötet. Gut, ob das cool ist, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, die Ausbeute ist jetzt insgesamt nicht so der Wahnsinn. Ich meine, gut, Kohle ist cool. Kohle kann man immer mal gebrauchen. Aber naja, wie auch immer. So, das hier rein, das hier ebenfalls rein. Dann, wie gesagt, lasse ich die Holzzäune auf jeden Fall erstmal hier, weil die werden wir ja irgendwann brauchen. So, jetzt geht es erstmal wieder hier hoch. Jetzt bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Was mache ich? Es ist 4 Uhr Nachmittag. Ich müsste auf jeden Fall mal noch ein paar Fische fangen. Warte mal, ich gucke mal kurz hier Community Center mäßig, was da jetzt noch fehlt. Wir haben eigentlich, warte mal, hier fehlt ja auch noch was. Äpfel fehlen ja noch. Dann hätten wir dieses Bundle dann auch komplett. Aber Äpfel dauern, glaube ich, noch ein bisschen. Ich meine, gut, wir haben echt nur noch die zwei Dinger da, ne? Krass. Warte mal, ich guck mal kurz, was die Bäume hier unten machen. Da wollte ich auf jeden Fall noch mal kurz hingucken. Oh, Leute. Das sieht tatsächlich so aus, als wären hier die Bäume schon so ein bisschen reif. Ja, und man sieht tatsächlich die Bäume, die ja durch irgendwas am Wachsen gehindert wurden, sind noch nicht reif, genau wie der hier unten. Also das scheint tatsächlich genau so zu sein, dass selbst Gras Bäume am Wachsen hindert. Ja, okay, gut. Jetzt wissen wir das auch, jetzt ist das offiziell bestätigt. Entschuldigt bitte das Misstrauen. Aber ich wollte es probieren und ich habe es probiert und es ist tatsächlich so. Gut, das heißt, hier ist jetzt schön alles ein bisschen reif. Da müssen wir jetzt ja öfter mal lang gucken, ob da jetzt Früchte dran hängen und so weiter. Das wäre natürlich interessant zu wissen. Und dann kommen auch demnächst wahrscheinlich die Äpfel zusammen, Leute. Das ist natürlich nice, weil Äpfel, haben wir gerade gesehen, brauchen wir für ja ein weiteres Bundle. So, und ich wollte eigentlich gucken, was der Fischtank macht. So, und jetzt haben wir hier ja quasi Ocean Lake Night Fishing Bundle. Hier, den Aal haben wir, den Walleye. Den können wir, glaube ich, nur im Sommer fangen. Da muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. Das werde ich dann zur nächsten Folge mal vorbereiten. Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Gut, hier fehlt eigentlich gar nicht mehr so viel. Warte mal. Ah, das Sturgeon fehlt noch. Den Rest haben wir bereits. Largemouth Bass müsste hier vorne bereits drin liegen. Nein, dann ist der hier unten drin. Auf jeden Fall. Oh, doch, das war schon richtig. Ich hatte doch schon einen Largemouth Bass gefangen. Glaube ich. Offensichtlich nicht. Oder ich habe ihn tatsächlich irgendwie für was anderes verwendet. Zum Beispiel für den Abschluss der Quest, die ich da ja noch offen hatte. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ist aber auch egal. Wir werden schon irgendwann noch einen fangen. So, und dann haben wir hier noch ein bisschen Thunfisch und ein bisschen Snapper und Tilapia. Das ist auf jeden Fall auch noch sehr spannend. Und ich denke, demnächst werden dann auch... Nein, nee, warte mal, die Früchte brauchen noch ein bisschen. Schön. Wir sind durch, Leute. Wir sind, glaube ich, durch für heute. Schön. Gut, das heißt, ich kann hier erstmal die Türen schließen. Warte mal, hier rennt noch ein Schwein draußen rum. Warum ist das hier noch draußen? Hat sich wohl verlaufen. Okay, ich denke einfach mal, ich gehe jetzt hier einfach mal rein und wieder raus. Und dann müsste das hier wieder korrigiert sein. Nein, das Schwein rennt immer noch hier rum. Gut, lassen wir es hier erstmal noch ein bisschen rumrennen. Kein Problem. Ich würde mal eben fix runter ja, rocken zur Hardwood Farm. Beziehungsweise, wo ist mein Pony? Wo habe ich dich schon wieder geparkt jetzt?
Das kann doch nicht wahr sein. Da drüben. Nein, ich rock jetzt nicht zur Hardwood-Farm. Das wäre jetzt völlig Quatsch. Ich baue jetzt ein paar Bienenhäuser. Das hatte ich ja sowieso vor. Ich habe nicht genug Eisenbarren. Da habe ich ja nur noch 4 von, glaube ich, jetzt inzwischen wieder. Gut, dann doch Hardwood. Da muss ich wohl demnächst nochmal zum Schmied und ein paar Eisenbarren besorgen, damit ich noch ein paar weitere Bienenhäuser bauen kann, damit die dann auch daneben können und so weiter und so fort. Das funktioniert schon. Gut. Einmal noch eben ein bisschen Hardwood geholt und dann ja, hoffentlich sind dann die Tiere alle im Stall, dass ich dann die Türen schließen kann. Dann würde ich mich hinlegen und dann, ja, am nächsten Tag quasi versuchen, irgendwie was zu reißen hier. Hier ist erstmal noch ein bisschen Slime am Start und so weiter und so fort. Nice. Zack. Traumhaft. So. Ein Pilz. Pilz steht hier auch. Das ist cool. Das ist cool. Ja. Okay, das ist schon nicht schlecht. Was machen wir jetzt hier? Gibt es hier eigentlich, hier unten hatte ich schon mal geangelt. Ich könnte ja mal einfach just for fun jetzt hier, wenn wir schon mal hier im Bereich sind, mal eben die Angel hier nochmal reinhalten. Es ist ja jetzt inzwischen eine andere Jahreszeit und es könnte ja sein, dass jetzt hier was ganz anderes gibt als vorher. Hit. Außerdem, wenn wir schon mal hier im Bereich sind, warum denn auch, oh, schade, der wäre so schön perfekt gewesen. Nein. Okay, Woodskip, New Record. Aber Woodskip hatten wir, glaube ich, schon. Na komm, einmal machen wir noch. Wenn wir schon mal im Bereich sind, hey, warum nicht, ne? Zack. Okay, da war ich ein bisschen zu nervös. Na? Schön. Ein Karpfen. Toll. Super, so noch ein bisschen Hardwood hier unten eingesammelt und dann geht's zurück und dann würde ich sagen, lege ich mich auch direkt ins Bett. Außer es passiert noch irgendwas total krasses. Ach ja, genau, und wir haben ja auch noch den Verkaufsvergleich der beiden Käsesorten am Start, der jetzt diese Nacht dann passieren sollte. Das wird interessant. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was jetzt tatsächlich eine Veredelung auf Iridium Star bedeutet. Was ist jetzt? Oh mein Gott. Leute. Ein Video. Schön. Dann lassen wir uns das mal, lassen wir das auf uns wirken. Up late, who? Ja. Okay, da gibt's irgendwas Kaltes. Hm. Ja, sehr schön. Nö, aktuell eigentlich nicht. Nö, also mir geht's gut. Ja, das tut mir leid, Kumpel. Oh, hier. Jawohl. Erstmal geäxt. Was ist denn jetzt? Ha. Okay. Ich glaube. Ja, haust du rein, ne? Ich glaube, der hat mich gerade extrem abgefüllt hier. Der Kollege. Okay. 9.30 Uhr. Ja, ich denke, die Tiere sind jetzt auf jeden Fall drin. Ja, ich bin. Warte mal, was ist denn das? Tipsy. Minus 1 Speed. Okay, ja, ich bin. Ich bin ein bisschen harte gerade hier. Passiert. Mein Pony offensichtlich auch, so wie das läuft. Aber gut, kein Problem, das passiert. Ja, nice. Warum auch nicht? Kann man mal machen. Einfach erstmal schön eingetrunken am See. Kann man tun. So, hier eben alles zu. Und dann, wie gesagt, gehe ich ins Bett. Und bin gespannt auf, ja, das Ergebnis des Verkaufsdingens. Das hier drüben ignoriere ich jetzt erstmal kurz. Das sollte soweit passen. Das heißt, hier einmal hoch, einmal rum. Penny liegt auch schon im Bett. Das machst du richtig. Yes. Und jetzt geht's los, Leute. Okay, 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 alles klar. Also 840 für die zwei Käse. Ja,
Also eine Verdoppelung ist das Ganze hier, klassischerweise. Von, ich sag mal, No Star Cheese zu Iridium Star Cheese. Oh, einfach mal doppelt so viel Kohle. Und das ist auf jeden Fall cool. Und wenn das jetzt eben halt auch bei dem Wein passiert, den wir aktuell im Keller in den Fässern haben, dann wäre das ziemlich heftig. Gut, ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, was jetzt der Wein tatsächlich nach dem Patch bringt. Früher waren es ja für 30 Wein 108.000 Gold. Das wäre nochmal eiskalt 200.000 Gold. Und ich denke, das ist schon interessant. Ja, würde ich schon behaupten. Na gut, wir werden sehen. So, einmal Junior, einmal Penny. Jo, alles klar. Lass dich nicht aufhalten, mach keine Dummheiten. Und hier blubbert alles noch fleißig. Ja, die vier verbleibenden Fässer werde ich jetzt erstmal leer lassen. Gut, vielleicht packe ich noch ein bisschen Käse rein oder so. Oh mein Gott, was ist jetzt? Wer ist das? Gunther. Good morning, Mr. Gunther. Ja, ich war gerade, also nee, hast mich nicht geweckt. Okay. Okay. Also wir haben das Museum hat irgendeine total tolle goldene Schaufel von irgendeinem Ministerium für Fundsachen und so gefunden bekommen. Und ja, das ist alles wegen mir. Okay. Er hat ein Geschenk für mich. Ich verstehe. Okay. Alles klar. Cool. Schenkt er mir hier den rostigen Schlüssel, Leute. Sehr nice. Und gucken wir kurz rein. Dann müsst ihr jetzt hier auftauchen. Genau, da ist der Rusty Key. Und ich denke, dass dieser Key ebenfalls eine Rolle spielt bei der Bewertung durch den Geist meines Opas. Das heißt, ich werde mir jetzt hier mal so einen Diamant nehmen und pack den jetzt einfach mal hier oben rein. Und dann müsste in der Theorie in der nächsten Nacht der Geist meines Großvaters wieder erscheinen, um meine Farm erneut zu bewerten. Schauen wir mal, lassen wir uns da überraschen. Einmal rein da. Replace Diamond in Grandpa's Shrine. Yo, alles klar, sehr schön. So, mal lassen wir uns überraschen. Ich denke, das bleibt spannend. Das bleibt äußerst spannend, Leute. Ich würde jetzt hier gerade mal, jetzt bin ich hier gerade mal hier. Yo, Ancient Seeds sind fertig, beziehungsweise Ancient Fruits. Sehr nice. Drei Stück mal eben. Die auch mal direkt hier wieder in die Seedmaker. Ich würde sagen, yo, warte mal, nee, ich mache es mal weiter. Das prüfe ich dann nachher, was hier abgeht. Und cool. Ich habe den Rusty Key, Leute. Das müssen wir auf jeden Fall demnächst mal verifizieren, was da tatsächlich abgeht. Ich weiß, wofür er ist. Ich weiß zwar jetzt nicht ganz, wo der Eingang dazu ist. Beziehungsweise, also, naja, so grob weiß ich es schon. So grob weiß ich es schon. So, warte mal, jetzt packe ich mal noch ein bisschen Käse, wollte ich noch unten. Na, ist egal, ich packe das jetzt erstmal hier alles weg. Weg, weg, weg. Das kann hier noch rein. Schön. Und dann würde ich sagen, ja, kümmere ich mich erstmal eben fix um die Tiere. Die Folge nimmt auch schon wieder, ja, geht schon wieder in Richtung Ende. Aber gut, so ist das. Morgen geht es auf jeden Fall weiter. Und jetzt wird erstmal geknuddelt. Guten Morgen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8. Nein, und 8 und 9. 10, 11 und 12. Sehr schön. So, und dann lasse ich euch auch direkt wieder raus, damit ihr wilde Dinge tun könnt. So, Eat this Egg. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Jo, sehr nice. So. Okay, hier gibt es keine Milch heute. Hier ebenfalls nicht. Hier gibt es Milch. Schön. So.
Ach, ist das toll. Ich freue mich gerade. Ich bin sehr gespannt, was dann die nächste Nacht und somit die Bewertung meines Großvaters bringen wird. Also des Geistes meines Großvaters, um Gottes Willen. Ja, nicht schlecht. So, moin. 1, 2, 3 und 4. Und dann lasse ich die hier auch mal direkt raus. Und ja, machen wir mal eben so einen kleinen Turn hier oben über die über das Gewächshaus. Hier sind die Seeds fertig. Bin gespannt, wie viele es werden. Und na, 2, 3. Okay. Das heißt hier einmal noch eben, warte mal, das hier können wir noch gerade hier reinpacken. Zack. Dann kann das hier ebenfalls noch Seeds erstellen. So, und die lasse ich jetzt erstmal eben hier liegen. Und ja, mach das irgendwann später. Mal schauen. Wir haben es ja nicht eilig. Ja, diese ganzen Ancient Seed-Dinger, wir haben es ja nicht eilig. So, und dann räume ich erstmal ein bisschen auf, beziehungsweise packe erstmal ein bisschen was. Oh mein Gott, ich sehe schon, nein. Wir machen jetzt erstmal einen Cut. Ihr wisst Bescheid. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und vor allem, was Opas Geist jetzt hier zu meiner Farm sagt. Und dann bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Daumen hoch, runter, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Stardew Valley. Ich bin der Dicke. Bis dahin.